Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Das letzte Mal haben sich einige Kommunisten gedacht, sie müssen irgendwie fies zu uns sein und quasi beginnen das Land anzugreifen, aber wir haben das relativ schnell unter Kontrolle gekriegt. Wir sind ja, was das betrifft, recht gut aufgestellt. Wir haben ja eine relativ große Armee. Jetzt sind dann nur noch diese zwei Kämpfe fertig zu schlagen und dann sind wir diese Leute los. Achso, Faisabad, nicht das andere Ding. Okay, da haben wir die zwei Kämpfe auch noch. Wir haben da einen toten Anführer. Gefällt mir nicht. Ah ja. Hari Singh. Hari Singh ist gut. Gebiete. Ah, das ist ganz okay. So, schauen wir mal, Frankreich und Österreich würde ich ganz gerne wieder voll positiv kriegen. Um ehrlich zu sein, mit denen will ich eigentlich gar keinen Krieg mehr führen. Schade. Ja, wie schon gesagt, da in Jodhpur die Rebellen waren leider. Ah! Dort haben sich jetzt Rebellen eingenistet. Ah! No text for key independence. Nationalisten. Also ist die Armee deswegen verdammt, die werden auch nicht Dings, die werden sich auch nicht unabhängig erklären, fürchte ich fast. So, du gehst da mal runter zu dem hier. Noch mehr Flugzeug, du gehst gleich daher. Schauen, wie geht's den Flugzeugen? Schaut gut aus. Kriegen wir noch immer genügend Flugzeuge zusammen? Ja, super. Unsere Berater einfach rausgeworfen. Ärgerlich. Ist okay. Stop. Geh doch gleich da hin. Ja, bist du irgendwie auf mich hin, ja. Blöde Nationalisten. Könnten das nicht Dings, könnten das nicht andere Typen sein? Faschisten, so wie die hier. Ist das vielleicht die Hauptstadt da? Wo ist denn die Hauptstadt von denen? Da, Mist. Echt ärgerlich. Vielleicht. Das ist gewagt, die Theorie. Nein, ich kann nicht rein, um sie rauszuwerfen. Verdammt, die Nationalisten werden aber genauso wie die hier sich nicht unabhängig erklären. Glaube ich zumindest. Also wenn meine Theorie stimmt, werden sie das zumindest nicht tun. Weiß natürlich nicht, ob meine Theorie stimmt. Vielleicht erklären sich die genauso unabhängig.
Vielleicht ist das einfach nur Zufall, ob sie das tun oder nicht. So. Mal einen daher. Zu dir. Na, warte mal. Ah, falsch. Im Haushalt. Wir sollten die ein bisschen. Oh, nein, nicht gut. Vor allem deswegen nicht gut, weil. Das Problem ist, wir müssen auf jeden Fall noch Flugzeuge frei haben. Außerdem werden wir schauen, dass wir alle Flugzeuge vom Weltmarkt kaufen. Wir produzieren sogar Flugzeuge. Na, schaut was an. Das ist ja cool. Nein. So, wir kaufen bitte. Ah nein, nicht automatisieren. Wir kaufen bitte einfach alles. Da auch. Wieso habe ich das nicht gemacht? Wir kaufen einfach den Weltmarkt so weit wie möglich leer. Es braucht niemand anderer diese diese Dinger haben und kaufen. Wir sind nur fünftgrößter Elektroteileproduzent, das ist ärgerlich. Flugzeuge sind wir nicht einmal unter den Top 5. Geschützrohre sind wir die besten. Yes. Wir sind so großartig. Konserven sind wir zweiter, Artillerie erster. Handfeuerwaffen, vierter, naja, Munition, sind wir nicht drinnen, naja, schade. Radios, ich glaube wir produzieren noch nicht einmal Radios. Luxusmöbel, Möbel, na da sind wir immerhin vierter. Wein, auch vierter. Telefone, produzieren wir schon Telefone, ich glaube nicht. Autos. Nö. Wir produzieren noch keine Autos. Opium sind wir die größten Produzenten. Wow. Ausgezeichnet. Na gut, machen wir weiter. Wow. Die haben ganz schön gelitten unter der Revolution. So, bis gleich mal daher. Der nächste geht dann dort auch hin gleich. Was ist mit euch? Okay. Was ist da her? Yay, Versorgungslimit. Schwere Bewaffnung. Erste Weltkriegserfahrung. Schwere Bewaffnung. Wir rüsten uns wieder für den nächsten Krieg. So, du bist mal daher. Flugzeug
Ah, stimmt, fast schon, geht daher. Und du gehst daher. Fast schon. Tja, Österreich ist keine Großmacht mehr. Russland ist es wieder. Gut, da haben wir mal alles mit Flugzeugen ausgestattet. Als nächstes gehen wir weiter rüber. Machen wir zweimal da hier. Vorwärts, extra platt. Unterschicht in Orissa. Oh, die Unterschicht. Das sind jetzt nicht so viele Leute. So, ein Flugzeug kriegt ihr noch. Irgendwie geht da gar nichts da weiter, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ist darauf. Tja. Was muss er zu leisten? Dann da hier. Ah, da ist die Lahore Guard. Solltest dich da herstellen. Dafür gehst du da nach Gilgit. Du gehst da her. Noch Karachi. Elektrisches Walzverfahren. Yes. Bessere Stahlproduktion. Verbessern. Und da brauchen wir es eigentlich nicht verbessern. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir mit denen sowieso bald wieder Krieg führen. Aber mit Japan schon. Da, bald haben wir es.
Die haben schon ein Flugzeug. Die noch nicht. Auch noch Fighter Bot. Hey, wir können. Das ist gut. Sinkt unsere Dings weiter. Das heißt, wenn ich nachher legalerweise einen Krieg erkläre, steigt sie nicht ins Unermessliche. Aber die Stabilität wird unserem Land mal ganz gut tun dazwischen. Wie schaut das eigentlich mit Konflikten aus? Gibt es irgendwelche Konflikte, die ausbrechen könnten mal? Oh, Großbritannien. Das wäre noch ein cooler Konflikt, wenn der starten würde. Okay, da waren wir schon überall. Oh ja. So. Da hinten das Gebiet hier noch keinen. Habe jetzt überall ein Flugzeug. Und schon wieder ein verbrannter Botschafter. Achso. Ja, warte mal, da haben wir ein Flugzeug. Da haben wir ein Flugzeug. Ach, ja, die Artillerie bauen wir danach. Da ist eine bengalische Artillerie. Flugzeug, da haben wir zwei, da auch zwei, da ist eine. Dieses Flugzeug geht von A nach B. Da sind auch zwei, eins, noch eins, noch eins, noch hoch. Da geht gerade eins hin, da geht gerade eins hin. Haben wir schon eins, da geht auch gerade eins hin. Chitral, Sharpo und Phaserband. Ah, verstehe, dass es nicht da, wo sie hingehen, sondern das, was ist, wo sie gerade sind. Meine Güte, ich bin so dumm. Ich glaube, jeder hat ein Flugzeug. Gut, dann bauen wir gleich noch eine Doppelarmee. Weil wir wollen hier möglichst viele. Hey, in South Georgia können wir auch schon eine Armee aufbauen. Ist ja lustig.
Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wir nehmen fünf und mehr. Sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal. Dann davon brauchen wir vier. Nagpur haben wir noch nicht, gell? Nein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, einmal, zweimal, davon, einmal, zweimal, davon, einmal, zweimal, davon, einmal, zweimal und davon auch noch zwei. Ich glaube, das wird nichts mehr da. Achso, ich kann eigentlich das Ding laufen lassen in der Zwischenzeit. Na, okay. Nein, die Oberschicht ist verantwortlich dafür. Kunstseide. Wir haben Nylon entdeckt. Ausgezeichnet. Alle unsere Armeen sind jetzt ausgerüstet, bis zu den Zähnen bewaffnet. April 1924. Haben wir noch einen Waffenstillstand mit Großbritannien? Ja, verdammt. Bis Juni. Deutschland. Portugal. Was ist mit Belgien? Belgien wäre irgendwie besser. Noch mal bis Juni natürlich. Äthiopien, Bevölkerung bis zu 2% mehr werden Sklaverei echt ein Vorziehen. In Äthiopien gibt's Sklaverei und wir könnten uns dagegen stark machen. Immerhin sind wir ihre Sphärenchefs. Was ist das für einer? Ach, das sind schon wieder Nationalisten. Nationalisten machen sich nicht frei. Ärgerlich. Ah, aber da sind die Faschisten darüber gewandert. Ausgezeichnet. Faschisten scheinen nicht weg zu sein. Und die wiederum sollten schon dazu führen, dass das auseinanderbricht. Das ist noch ein Grund, warum es besser ist, wenn man nicht direkt Großbritannien angreifen, weil dann sind wir nämlich nicht im Krieg mit diesen Kleinen da. Okay, wir nehmen das natürlich. Bis 6. Juni, also wir können gleich versuchen, Krieg zu erklären. So, schauen wir mal, Deutschland mag uns noch. Die mögen uns auch. Was mit Frankreich? Die mögen uns auch.
Portugal hingegen wird uns bald nicht mögen. So, 10. Juni, das heißt Portugal. Hallo. Achso, nein, wir haben gesagt, Belgien ist uns lieber. Weil Belgien hat nur zwei Verbündete, nämlich Portugal und Großbritannien. Aber die haben dafür keine Kolonien. Wir müssen aber gar keine Kolonien. Es genügt ja, wenn wir einen niedrigen zum Beispiel nehmen. Irgendwas Einfaches. Wir brauchen ja nur einen Kriegsgrund. Wir müssen den ja nicht einmal verlangen am Schluss. Eine Region erobern würde 11 Dings kosten. Nein, machen wir so. An den niedrigen Kriegsgrund gegen Belgien. Genau so machen wir das. Dann schauen wir, dass Italien mitmacht bei dem Krieg. Besser wäre natürlich Deutschland. Zu den Bauern. So, wir werden überall rausgeworfen, ständig. In Kolumbien, in Bhutan, in der Mongolei, überall haut man uns raus. Ich hasse diese Welt. Die sind so gemein zu uns. Gibt es noch irgendwelche Gebiete, die wir uns einverleiben können, ohne dass irgendjemand raushaut? Qinghai. Burma. Holland. Ja, Holland hätte natürlich den Vorteil, wir grenzen an die. Na, versuchen wir es mal, was soll's. Was soll schon viel passieren? So, wir haben überall alle Straßen ausgebaut. Oder bauen sie gerade aus, so. Zu sehen, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert. Ah, wir sind auch noch Pazifisten. Mist, da dauert das ja noch länger. Vielleicht sollten wir dem Pazifismus endlich ein Ende bereiten und da die richtige Partei an die Macht geben. Könnten das machen? Da können wir keine Fabriken bauen. Die Konservativen werden besser, dafür haben sie ja schlechtere Kriegspolitik. Tja, was nun? Jetzt ist guter Rat teuer. Wobei andererseits was soll's. Nehmen wir die, da können wir Fabriken bauen. Wollen wir denn Fabriken bauen? Eigentlich brauchen wir eh keine neuen Fabriken. Wenn wir die Reaktionären, da können wir noch immer alles machen, was wir wollen hier. Und wir können auch alle Fabriken ausbauen. Quasi, ach Gott, nein, wir hätten doch die anderen nehmen sollen. Irre.
immerhin. Wir bauen einfach einmal alles aus, sicherheitshalber. Ausgezeichnet. Einerseits wird es mehr kosten, wenn man diese ganzen diese ganzen Fabriken stützen müssen, die kein Dings haben. Haben die da einfach, die haben da glaube ich einfach Fabriken abgebaut. Man sollte die Kapitalisten das nicht machen lassen. Das ist echt ein Witz. Südbengalen baut alles voll aus. Vereinigte Provinzen ebenfalls. Ja, zum Kokosinseln. Westafghanistan. Gut. Na dann. Schauen wir mal, jetzt sollte es besser gehen. Hätten wir zuerst machen sollen, bevor wir da den Krieg anfangen. Jetzt sind es nur noch 117 Züge. Das heißt, was haben wir? Warte mal. Das ist das, was wir da rüber nach Chittagong sehen. So. Diese Leute hier jetzt. Müssen wir gleich mal mit einem Anführer bestücken, wie man den hier. Die große Depression, das klingt nicht gut. Ein großer Crash an der Börse von London hat sich zu etwas viel Schlimmerem entwickelt. Das Vertrauen der Sparer in das Bankensystem ist erschüttert. Es kommt zu massenhaften Abhebungen. Während die Bevölkerung versucht, ihre Ersparnisse zu retten, brechen immer mehr Banken und Kreditinstitute zusammen. Dies erzeugt Dominoeffekte, die den gesamten britischen Finanzsektor betreffen. Die Auswirkungen des Börsencrashs weiten sich schon bald auf andere Sektoren der Privatwirtschaft aus, da Darlehen nicht mehr zurückgezahlt werden können und Ersparnisse sich förmlich in Luft auflösen. Fast über Nacht folgt weit verbreitete Arbeitslosigkeit, verursacht durch den Zusammenbruch ganzer Industriezweige. Aufgrund der Verflechtung der Wirtschaften der westlichen Welt breitet sich die Krise schnell auf andere Länder aus und die Effekte des Börsencrashs sind nun auf der ganzen Welt zu spüren. Dies wird der Nachwelt bekannt als die große Depression. Okay. Ich hoffe, wir sind weit genug weg, um davon betroffen zu sein. Naja, vielleicht auch nicht, wenn ich anschaue, wie viel Geld wir jetzt machen. So, dann werden wir hier ein wenig ändern. Erstens einmal, das stellen wir weiter auf. Zweitens, mehr Geld. Das gehen wir auch weiter auf.
Sagen wir mal 60%. Und da sind wir auf 30. Schauen wir mal, was passiert mit unserem Einkommen. Das wird nicht besser. Dabei Industriezuschüsse müssen wir wenig geben. Oh, jetzt sind wir im Plus? Nein, doch nicht. Niedrige Rente. Das wird mein Budget noch mal belasten. So, an dieser Stelle, meine Herrschaften, machen wir Schluss für heute. Das nächste Mal werden wir den nächsten Krieg starten, hoffentlich. Mit etwas Glück feiern wir weiterhin große Siege gegen Großbritannien. Bis dann. Ich wünsche euch alles Gute, schlaft gut und träumt was Schönes.